So, hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt zu einem neuen kleinen Bastelvideo. Ja, heute wird es mal um das Thema Sichtbeton gehen. Da bekomme ich fast täglich von euch Anfragen über meinen Blog, was es da zu beachten gibt, dass man Sichtbeton in der höchsten Qualitätsstufe herstellen kann, ohne viele Fehlstellen. Und das Ganze werde ich heute mal anhand von der Tischplatte erklären. Ja, da gibt es ein paar kleine Tricks und Kniffs, die man beachten kann, dass das Ergebnis dann wirklich top wird. Und wenn es euch interessiert, wie es funktioniert, bleibt einfach dran. Los geht's gleich nach dem Intro. Ja, der erste wichtige Punkt, um ein optimales Ergebnis zu erzielen, ist schon mal das Schalungsmaterial, das ihr verwendet. Grundsätzlich gilt, dass die Oberfläche von eurem Beton so glatt wird wie das Schalungsmaterial, was ihr verwendet. Und daher sollte es natürlich komplett glatt sein. Ich verwende hier immer die beschichtete Spanplatte. Die gibt es in zwei Ausführungen. Einmal in komplett glatt und dann gibt es nochmal eine Ausführung mit Perloberfläche. Also die Perloberfläche ist nicht geeignet. Ihr braucht, wie ich hier, die komplett glatte. Ja, ihr könnt natürlich auch noch Siebdruckerplatten verwenden. Die sind genauso glatt von der Oberfläche her, aber die sind deutlich teurer als die beschichtete Spanplatte hier. So, ich werde jetzt mal anfangen und werde mir die Platte auf die Maße zurechtschneiden und dann geht's weiter. Ja, für den Zuschnitt verwende ich, wie ihr sehen könnt, die Tischkreissäge. Als kleiner Tipp für euch, wenn ihr keine Kreissäge besitzt, dann lasst euch den Zuschnitt auch einfach beim Materialkauf im Baumarkt durchführen. Der ist dann millimetergenau und ihr spart euch die entsprechende Arbeitszeit. So, das wäre jetzt hier mal der komplette Zuschnitt, den wir für die Schalungsform benötigen. Ich werde jetzt die seitlichen Schalungsteile noch vorbohren und dann können wir die hier an der Bodenplatte montieren. Ja, die Bohrung habe ich mir in der Höhe von 8 mm angezeichnet. Das entspricht genau der Hälfte der Plattenstärke. Die Schrauben werden dann nachher genau mittig in die Platte eingeschraubt und so besteht dann nicht die Gefahr, dass ihr die Schrauben zu hoch einschraubt und dadurch die Lackoberfläche der Bodenplatte beschädigt. Und danach geht es dann auch gleich weiter mit der Montage der seitlichen Schalungselemente. Ich verwende hierfür ganz normale Holzschrauben. So, die Schalungsform wird dann soweit montiert. Ich werde jetzt als nächstes hier die Stöße zwischen den beiden Spanplatten noch mit einer Silikonfuge abdichten. Das ist extrem wichtig, dass aus der Schalungsform kein Wasser austreten kann, weil sonst an den Stellen, wo Wasser austritt, der Zementleim ausgewaschen wird und dadurch werden dann die Kanten porös und sandig. Ja, und das kann man eben durch eine saubere Silikonfuge verhindern. Und damit mache ich jetzt weiter. Bei der Silikonfuge solltet ihr, wie schon gesagt, sehr sauber arbeiten, weil sich die Oberfläche dann nachher 1:1 auf den Sichtbeton übertragen wird. So, und zum Abziehen der Silikonfuge verwende ich jetzt hier so eine Kittkugel. Damit funktioniert es nämlich einwandfrei. Und das Teil werde ich euch einfach mal unten in der Videobeschreibung verlinken. So, wie ihr sehen könnt, lässt sich die Fuge mit der Kugel ganz leicht abziehen. Auch die Ecken sind hier mit keinem Problem. Das Einzige, was hier dann nachher noch zu machen ist, sind die Überstände zu entfernen. Ihr solltet hier ca. 30 Minuten warten, bis das Silikon leicht angezogen hat. Und dann kann man die Überstände ganz einfach mit der Hand entfernen. Ja, und das Ergebnis, würde ich sagen, kann sich sehen lassen. So, der nächste wichtige Schritt für ein optimales Sichtbetonergebnis ist jetzt die Behandlung der Schalungsform. Ich werde jetzt die komplette Innenseite der Schalungsform mit einem speziellen Trennmittel einreiben. Das Trennmittel sorgt dafür, dass der Beton keine Verbindung mit der Schalung eingehen kann und sich dann wieder nachher leicht ausschalen lässt. Als Trennmittel kann man theoretisch auch Silikonspray oder ein Salatöl verwenden, aber ein richtig gutes Ergebnis bekommt ihr halt mit den speziell dafür hergestellten Produkten. Ja, beim Trennmittel ist es wichtig, dass ihr das Ganze nur als hauchdünnen Film auftragt und die Überstände dann mit einem Tuch noch wegnehmt, weil sonst kann es sein, wenn ihr Überstände auf der Platte habt, dass ihr dann auf dem Sichtbeton so wolkenartige Muster bekommt und das lässt sich halt dann dadurch vermeiden. Ja, damit mache ich jetzt mal weiter und dann können wir uns dann nachher gleich schon den Beton anmischen.
Ja, zum Betonieren werde ich ganz normalen Betonästig aus dem Baumarkt verwenden. Das ist eine Fertigmischung, wie ihr sie überall kaufen könnt. Und was ich dem Beton noch für extra geheime Zutaten zugebe, das erfahrt ihr gleich. Ja, Estrichbeton ist ja, wie ihr wisst, eine etwas gröbere Betonmischung, hat Maximalkorngrößen von 6 bis 8 mm und für filigrane Bauteile ist es daher nicht optimal geeignet. Aber da unsere Tischplatte 3 cm stark sein wird, ist das hier kein Problem. Der Fertigmischung wird dann einfach Wasser hinzugegeben, die notwendige Menge steht in der Regel auf dem Sack. Ja, und bei Fertigmischung gebe ich dann in der Regel noch 5% Zement hinzu. Das mache ich, weil die Hersteller aus Kostengründen meistens nur die vorgeschriebene Mindestmenge zumischen. Und dann gebe ich pro Sack auch immer noch ca. eine Handvoll Glasfasern hinzu. Die Glasfasern sorgen für eine zusätzliche Armierung und auch dafür, dass Spannungen, welche während der Aushärtung des Betons im Beton entstehen, minimiert werden. Als weiteres Zusatzmittel verwende ich dann noch ein Fließmittel. Das ist ein Hochleistungsfließmittel und das sorgt eben dafür, dass der Beton fließfähiger wird und sich einfacher verdichtet und dadurch insgesamt einfacher verarbeiten lässt. Ja, und an der fertigen Mischung könnt ihr dann die Wirkung des Fließmittels ganz gut erkennen. Durch die aufsteigenden Luftblasen entweicht die Luft aus dem Beton und der Beton verdichtet sich quasi von selbst. So, dann können wir es mit dem Gießen beginnen. Um später eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten, solltet ihr beim Betonieren darauf achten, dass ihr den Beton auf einer Seite der Schalung in die Schalung einbringt und euch dann zur nächsten Seite vorarbeitet. Ja, ich arbeite hier mit der Hand, dadurch wird der Beton auch gleich verdichtet und ihr erhaltet später weniger Blasen auf der Oberfläche. Wenn ihr dann die nächste Schicht Beton in die Schalungsform gebt, solltet ihr diese wiederum auf den bereits vorhandenen Beton aufgießen und nicht an einer neuen Stelle anfangen. Das trägt ebenfalls dazu bei, dass die Oberfläche später einheitlich und gleichmäßig wird. Und wenn ihr dann die Schalungsform bis ca. 1 cm unter den Rand gefüllt habt, also die erste Schicht Beton eingebracht habt, dann wird nochmal verdichtet. Ich habe hierzu einen Gummihammer verwendet und durch die Vibrationen werden dann die kleinen Zwischenräume im Beton geschlossen und die Luft kann dann als Luftblase nach oben entweichen. Die Tischplatte braucht dann für ihre Stabilität natürlich auch noch eine Armierung. Ich habe hierzu ein Armierungsgewebe aus Kunststoff verwendet. Das wird einfach in den Beton eingearbeitet und danach kann dann die Schalungsform bis zur Oberkante gefüllt werden. So, der Beton war dann in der Schalungsform. Ich werde jetzt mal die Oberfläche noch mit einer Kunststofffolie abdecken. Das hat dann zur Folge, dass das Wasser, was im Beton enthalten ist, nicht über die Oberfläche eben verdunsten kann. Ja, dadurch bindet der Beton dann langsamer ab, härtet aus und es bilden sich keine Spannungen im Beton. So, das mache ich jetzt mal noch. Ihr habt jetzt noch kurz Zeit, meinen Kanal zu abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen. Und dann sehen wir uns in 2 Tagen wieder zum Ausschalen. Für euch geht es gleich weiter. Ich decke es noch ab und dann ist für mich Feierabend. So, wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder, die 2 Tage sind um. Ich würde sagen, jetzt schauen wir die Platte mal aus und schauen uns das Ergebnis an. Die Abbindezeit kann natürlich abhängig von der Raumtemperatur auch immer etwas variieren. Wenn ihr euch unsicher seid, wann ihr ausschalen könnt, solltet ihr warten, bis die Oberfläche trocken ist und sich nicht mehr feucht anfühlt. Und dann könnt ihr mit dem Ausschalen beginnen. Eine schriftliche Anleitung zu diesem Tisch und meinen anderen Projekten findet ihr übrigens auch noch auf meinem Do-It-Yourself-Blog unter www.gray-element.de. Da habe ich nochmal alles für euch zusammengefasst und ja, da gibt es alles nochmal schriftlich und auch noch ein paar Zusatztipps, was ich im Video jetzt hier aus zeitlichen Gründen nicht erwähnen kann. Ja, und dann kommt jetzt gleich der spannendste Moment beim Ausschalen. Das ist eigentlich der Moment, wenn man die Bodenplatte dann ausschalt. Ja, da entscheidet sich dann, ob das Projekt was geworden ist oder ob man es direkt auf dem Wertstoff hochfahren kann.
Ja, und in diesem Fall würde ich sagen, einwandfrei. So Leute, das war jetzt die fertig ausgeschaltete Platte. Mit dem Ergebnis muss ich sagen, bin ich echt top zufrieden. Die Oberfläche ist spiegelglatt, hat keinerlei Luftanschlüsse und eine einheitliche Farbe. Besser geht es eigentlich kaum. Also ich würde sagen, optimaler, perfekter Sichtbeton. Ja, noch ein kleiner Tipp, wenn ihr auf eurer Oberfläche jetzt so weiße Kalkablagerung habt, also das sieht aus wie so weiße Wolken, lässt sich das Ganze relativ einfach mit so einem Polierflies hier entfernen. Das werde ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken und der Vorteil von so einem Flies ist eben, dass er auf der Oberfläche keine Kratzer hinterlässt. Ja, ich werde die Platte jetzt in 3 bis 4 Tagen mal noch versiegeln. Da werde ich jetzt aber in dem Video nicht mehr darauf eingehen. Da habe ich in der Vergangenheit schon Videos gemacht. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Beton zu versiegeln. Und ich werde demnächst auch mal noch ein Video machen, wo ich verschiedene Versiegelungsarten mal vorstelle und euch die Vor- und Nachteile dann aufzeige. Ja, ich kümmere mich jetzt mal noch ums Tischgestell und dann ist der Tisch auch schon gleich fertig. So Leute, da hätten wir das Tischgestell. Das habe ich mir von einem Bauschlosser anfertigen lassen. Ja, das ist aus schwarzem Baustahl hergestellt und das bedeutet, ich werde jetzt oben hier noch die Zunderschicht abschleifen müssen. Danach kommt ein Klarlack drauf und dann ist das Ganze auch versiegelt. Ja, mit dem Schleifen, da werde ich jetzt ein wenig was zu tun haben, bis ich die Schicht da unten habe und damit mache ich jetzt mal weiter. Also die Schleiferei von dem Metall, die war jetzt nochmal ganz schön ätzend, aber ja, ihr habt das fertige Ergebnis gesehen. Also ich denke, der Tisch ist ganz gut gelungen. Ich bin zufrieden und das Wichtigste an dem Video war ja eigentlich, wie man Sichtbeton herstellt und wie man ein optimales Ergebnis erzielt. Ich denke, das ist gelungen. Ich denke, ihr wisst jetzt, was es dabei zu beachten gibt und mehr soll es nicht gewesen sein. Ja, für heute war es das wieder. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen Kommentar. Für diejenigen, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, einfach unten auf Abonnieren klicken. Dann sehen wir uns zunächst schon zu neuen Videos. Und ja, für heute war es das. Ich wünsche euch alles Gute, ich wünsche euch viel Spaß beim Heimwerken, bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, ciao.